Ja, er hat im Zweifelsfall noch seine Elite-Fähigkeit, die wird jetzt hier eingesetzt, um halt ein bisschen zu überleben. Schöner Damage, der auf die Leiche von Noss kommt. Da könnte 5 Gage ebenfalls droppen. Der liegt, er liegt im Fatrim, auch in keiner guten Position. Wir haben Immobilize auf ihm und er droppt ebenfalls Triple Downstage. Das wird jetzt wirklich kritisch, weil sie müssen den DK auf der Matte. 470 Punkte, das sind 30 Punkte Unterschied hier. Einfach liegen. Magic Toker darf auch reicht es mit einem doppelten, mit einer doppelten Creature? Bitte, Creature, das ist aber risky. Ja, sie müssen. Das ist eine Do-or-Die-Situation. Entweder du. 10 Wacky ist down, Magic Toker folgt gleich. Er ist immer noch in dem Warding, in dem. Ja, oh, der D-Cap ist durch! Der D-Cap ist durch! Mit 8 Punkten to go, da darf kein Stomp mehr kommen. Keine Creature, ein Stomp, aber keine Creature und auf. Die Creature wird hier außen gemacht! Chieftain, da war Noss dran, jetzt müssen sie aufpassen. Frey ist schon down, das ist so der Hauptkandidat, der die Creature da machen könnte. Da ist die, sind die ersten 5 Punkte von dem Stomp, da darf nicht noch was kommen. Nur noch 3 Punkte oder die Creature wird das hier. Die Creature, immer das bekommt. Oh, Orange holt sich die Creature selbst ohne den Thief. Schaffen sie es da. Und mit 3 Punkten to go holen sie hier den Sieg 509 zu 497. Alle Punkte D-Cap momentan, der Quarry wird gerade wieder geholt. Ja, die Mitte auch. Also Double Cap jetzt für Jurt und das wird gleich die Führung sein. Das wird fürs rote Team. Erstmal die Führung sein und da muss jetzt wirklich Orange den Kopf dabei behalten. Ich bin überrascht halt wirklich nach diesem starken Opener, wie sehr Orange Logo sich hier immer wieder zurückwerfen und unter Druck setzen lässt. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen, ich würde ja sagen Predator E-Sport, ja, um mal wieder einen alten Running Gag anzurufen, aber so ist es doch. Sie laufen gerade immer wieder stumpf auf ihren Punkt, gerade aus dem Respawn raus und sterben einfach für die Neutralität. Und 4 Leute umzingeln hier gerade Noss, um da den Rest anzubringen, aber die Interrupts sind gut genug, der Knockback und sie wollen dafür den Counterdown. Das wäre in dem Fall Denshi, die erste Blockability, das bringt ihn noch runter und er stirbt, nachdem Noss schon down ist, kein Rally. Und das könnte jetzt das komplette Team... Auch Fantram allerdings auch down, das ist wieder ein doppelter Downset hier. Die Frage ist, Fredina oder Fantram? Battle Standard. Orange-Logo, Sitting Pretty wieder. Die sind aber hier Magic Toker nutzt die Chance, um den D-Cap außen anzubringen. Das wollen ist auch sie jetzt diesen Lord Stich Rush, im Scherz. Wenn sie den Lord Rush wollen, dann... Dann laufen sie aber in den Respawn. Jetzt. Sie laufen in den Respawn. Lieber den D-Cap. Ja, lieber den D-Cap. Lieber safe das ganze runterspielen. Felina hier sehr, sehr schön mit dem neutralen Corey. Da kommt hier hinten die Unterstützung. Orange Logo mit einem Mega-Comeback. Vielleicht jetzt hier nochmal in der Mitte. Na, Felina kriegt 5 Gorge aus dem Downstage. Einfach aus dem Downstage low. Dann sind es 11 Punkte, die noch fehlen. 9, die ticken einfach runter. Selbst wenn es da noch irgendwo einen D-Cap gibt. Das ist vorbei. Orange Logo 2-0 gegen das amerikanische Team und wie? Ja, und wie? Aber Orange Logo jetzt schon ein bisschen sehr weit abgeschlagen. Wir reden hier von 140 Punkten, fast 130 exakt, um genau zu sein. Und das ist halt schon mal was, was du nicht eben mit so einem Last-Minute-Comeback holen kannst. Fast eigentlich ein 2v1 gemacht, weil einfach Denti auf den Punkt war, um den Punkt zu holen. Ist jetzt aber dann doch runtergegangen, als es kritisch wurde. Da sehen wir wieder, hier ist nicht... Oh, jetzt haben wir den Quadrant-Downstate! Und Tage stompt jetzt einen nach dem anderen raus. Oh mein Gott, damit könnten sie jetzt alles auf den Kopf stellen. Das wäre das Last-Minute-Comeback, was sie brauchen. Jetzt die Mitte cappen, durch Fantram wegbekommen, direkt die Mine halten. Oder sogar Swan hinten dran hängen, das, was Raum gerade probiert. Natürlich, Preachers sind jetzt ganz, ganz wenn wichtig. Wenn er das 1v1 gewinnt, dann wäre, glaube ich, der Held des Tages. Aber die Punkte, guckt ja wie die Punkte sich... Und er kriegt ihn! Fantram ist ganz, ganz low! Oh Gott! Das wäre das Mega-Comeback! Und jetzt ist Chase, wir haben den Respawn von Denshi. Er wird nachdem er gedacht, Pull machen. Nein, Reaktion mit der Earth Armor, aber sie kriegen und dann ist ihn down. Ja, der hat wieder die Downs. Wacky down. Noss, das wird noch ein 3-Cap. Nein, Magic Toker verhindert das, dass es ein 3-Cap wird. Außen haben wir wieder die Situation. Fantram gegen Frelina. Diesmal zieht Frelina den kürzeren, aber es ist nahezu egal, Punkt, was hier passiert. Five Gorge und Noss sind beide down. Das sind 10 Punkte, die da rumliegen. Das ist GG. Orange Logo geht 1-0 in Führung und wie? 40 Punkte, die hier ticken und der Tick, dieser eine Tick auf 500 Punkte, wird bedeuten, dass Orange Logo dann die World Champions mit Guild Wars 2 PvP sind. World Tournament Series Nummer 2. Da wird es nochmal ein Freak-Cap gehen. Es wird nochmal ein Freak-Cap. Nein, oben hat gleich Fantrim was dagegen, dass das in einem Freak-Cap endet. Er möchte nicht, dass es am Ende auf dem Abschlussbild ein Freak-Cap für Orange Logo ist. Ich kann es ihm nicht mal übel nehmen an dieser Stelle. Es war bis zu diesem Match. GG kam jetzt auch schon. GG von Tage dazu. Und wir sind bei letzten 2 Punkten und da ist es durch. Genau auf 500 passt die Geschichte sogar. Leute, wir haben unseren Champion Orange Logo
gewinnt soeben 25.000 und wird der Champion von Geek Wars 2 gekürt.